Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 49 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Und wir haben hier die Qual der Wahl. Begeben wir uns in die Halle der Toten, um dort die Probleme des Bruder Verulus zu lösen, oder begeben wir uns da in die Dwemer-Ruinen? Ist beides sehr reizvoll. Fangen wir mal mit der Halle der Toten an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eventuell die Waffe wechseln könnten, oder? Gab's da nicht? Ne, Blitzschaden? Ja, ich meine, gut. Wir bleiben natürlich grundsätzlich eh beim Bogen. Nee, dann ist das wahrscheinlich aus früheren Zeiten. Ich dachte, wir hätten irgendwie mal eine Waffe gehabt, die Schaden gegen Untote macht. Oder die in die Flucht schlägt, aber das... Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Was? Wie? Ich spüre den Hunger in euch. Wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Was? Euch knurrt der Magen. Was ist denn das schon wieder? Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt! Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Das ist doch absolut nicht in Ordnung, was hier los ist. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Was? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Was? Schuld? Wovon redet ihr da? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Boah. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Boah. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Boah. Okay, will ich mich jetzt an diesen Ort führen lassen? Oder sage ich direkt, ich will nichts damit zu tun haben? Ich frag mal, wo dieser Ort liegt. In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markarth, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Wow. Ah, okay. 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 Ja, ich muss eigentlich trotzdem noch mal kurz hier durchgucken. Das ging jetzt auf jeden Fall schnell, aber war doch sehr interessant. Ah, hier ist aber... Oder? Ja, vielleicht... Ich habe gerade gedacht, dass es hier doch größer ist, als ich dachte. Ich will jetzt auch nichts stehlen eigentlich, aber... es ist größer, als ich dachte... Aber die Suche nach dem makellosen Rubin, die treibt mich doch ein wenig voran. Schrein von Arkai, was macht der denn? Ach komm, aktivieren. Nee, es ist alles hier. Alles mit Stehlen verbunden, dann gehen wir wieder raus. Ich wollte jetzt nicht unbedingt was aus einem Schrein stehlen. Wo ist er denn? Ah, hier. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die Halle der Toten ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Was
haben wir denn da jetzt bekommen? Amulett von Arkai. Hm. Das würde ich glatt mal nehmen. Finde ich besser. So, dann auf in die Ruinen. Da müssen wir ja irgendwie ein Wesen vernichten für den den Meister Dingsbums da hinten. Dort müsste er sein. Oder dort. Irgendjemand davon. Okay. Dwemer-Ruinen, unglaublich. Große Dwemer-Metallplatte. Ja, nehmen wir natürlich mit. Das ist alles ultra schwer. Ich glaube. Huch. Das sind auch einfach Ausgrabungsstücke. Ist jetzt gar nicht so interessant. Würde ja hauptsächlich jetzt interessieren, wie es hier mit Schätzen aussieht. Makellose Rubine insbesondere. Dwemer Hebel. Ja, da denk... Ja, und Zahnrad. Ah, ich muss gerade so an Morrowind denken. Altes Dwemer Metall. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir damit irgendwie noch eine Mechanik zusammenbauen müssen. Aber wer weiß das schon? So. Huch, oh, was war das denn? Bin ich wieder mit der Maus irgendwie gegen den Schreibtisch gekommen? Na. Spring. Spring. Jump, jump. Alles uninteressant. Nichts, keine Schätze, gar nichts. Naja gut, aber halt die Sachen, die aus dem Eingangsbereich werden, die wahrscheinlich auch schon alle abgeräumt haben. Mal wieder ein sehr, sehr cooler Ort, muss man sagen. Jetzt wird's aber interessant. Wieso ist da ein Gegner? Warum ist da ein Gegner? Was um alles in der Welt ist das für ein Wesen? Bist du überhaupt ein Gegner? Das ist der Ketus. Oh Mann! Das hat eine Weile gedauert. Aber da hat doch gerade... Hier war doch noch jemand. Oder hat der diese Geräusche von sich gegeben? Ich bin ganz ehrlich ziemlich irritiert. Auch dass hier Fässer mit Kohl gelagert werden, irritiert mich. Ich hoffe, es ist kein Dwemer-Kohl. Ja, das wird immer nur Futter sein, ne? Ja. Fast gleich Futter, Eisenerz, uninteressant. Okay. Was haben wir hier? Holzschale, Kartoffeln, Spitzhacke. Ah, alles mäßig interessant. Schade. Ja, hatte ich mir jetzt eigentlich mehr von versprochen. Oh, 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 oh. Ja, stimmt. Von Spinnen war auch die Rede. Schießkunst und Stufenfortschritt. Oh, 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 oh. Ja, jetzt wird es, glaube ich, interessanter. Wenn ich überlege, ich glaube, unser erster starker Gegner in dem Spiel war ja so eine verwundete Frostbiss-Spinne.
was die uns zu schaffen machte. Das können wir direkt so nutzen. 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte. Ja, meine Güte, nehmen wir es mit. Schaden kann es nicht. Ja, da mussten wir auf jeden Fall noch eine Rolle des Feuerballs aufwenden, um diese Spinne zu besiegen. Das hat sich jetzt doch deutlich geändert. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass hier noch eine etwas größere Version der Spinne lauert. Oben könnte was sein. Oi, oi, oi. Was ein Ort. Ja, Spinneneier. Weiß ich nicht. Wollte ich jetzt am liebsten nichts mit zu tun haben. Ah, hier kommen wir wieder nicht weiter hoch. Ist denn da oben jetzt was oder nicht? Na, nee, das sind auch nur eingestürzte Säulen oder irgend sowas. Also hier war auf jeden Fall Spinnen, Küche. Jetzt bin ich aber baff. Also hier muss dann noch irgendwas kommen. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war. Jetzt hier noch weiter. Okay, wir kommen hier hinter, aber es geht auch nicht weiter. Da geht's rüber. Okay, alles klar. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Aber wie? Ah, okay. Gut, im Nicht-Schleichen-Modus geht's schon mal besser. Aber besser ist auch nicht optimal. Wieso wird unsere Lebensenergie jetzt angezeigt? Achso, wir stehen im Feuer. Mhm. Macht Sinn. Ach, hier geht's auch noch weiter. Oh Mann. Brauche ich wahrscheinlich eine Nahkampfwaffe? Hä, geweihter Eisenstreitkolben? Das ist doch wahrscheinlich die Waffe, die ich eben meinte. Schaufel. Aber ich will doch jetzt hier nicht anfangen zu schaufeln, oder? Oder will ich das? Ich denke, dass das eher unser Hauptgegner ist, aber wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Hammer. Hey, das ging echt gut. Wow. Wow, wow, wow. Oh, da habe ich mir echt Sorgen gemacht, als das Viech von der Decke kam, aber das war okay. Das war echt okay. So, was hingegen ziemlich enttäuschend ist, ist bisher die, Dwemer-Urne, Mann. Ist bisher die Schatzausbeute. Da hatte ich mir doch wesentlich mehr von versprochen. Hä? Den habe ich jetzt nicht genommen. Das kam wahrscheinlich automatisch. Salonia. Wir haben einige Forscher am Hals, die nicht 4 Schritte laufen können, ohne etwas zu untersuchen, und sie kämpfen etwa so gut, wie man sich das vorstellt. Wahrscheinlich schlechter. Wenigstens ist Strom in der Magie ein wenig versiert, aber keiner von ihnen kann ein Schwert schwingen. Eri und Krak
scheinen etwas im Schilde zu führen. Darum muss ich ein Auge auf sie halten, haben, aber Staubin versichert mir, dass sie vertrauenswürdig sind. Aletheus. Okay. Ja, ich nehme das mal. Okay. Das ist mittlerweile alles eher schlechter. Hatte der noch was? Achso, nee. Der hatte nur sonst diese Sachen, weiß ich. Die verschollene Expedition. Aha, da geht's wahrscheinlich da weiter. Hm. Das könnte dann natürlich auch eher Richtung Schätze führen. Also, Waffenwechsel und Weg frei machen. Diese Info ist hervorragend. Der Tote hat Untote vertreiben widerstanden. Das könnte auch ein bisschen Angst machen, diese Nachricht. Was ist das? Es könnte fast ein Falma sein. Ich kann es aber nicht erkennen. Bisher sagte er eigentlich die Erfahrung, dass man auf alles schießen sollte. Ja, das ist ein Falma. Wow. Ich bin ein bisschen baff, mal wieder. Wow. Gold ist gut, Pfeil ist gut. Der Rest ist jetzt nicht so gut. Makelloser Rubin wäre noch besser. Dwemerzeug, Dwemerzeug, Dwemerzeug. Und noch ein toter Falmer. Das ist fein. Gift ist gut, Falmer-Pfeil nehmen wir mit. Bogen haben wir schon in geschmeidiger Ausführung. Ist da noch einer? Nee, das müsste irgendwo. Doch, wohl. Boah, die haben aber schlechte Augen dafür, dass die so tendenziell im Dunkeln leben. Dass der uns noch nicht bemerkt hat, war schon ein bisschen schwach. Ach, keine Ahnung, meinetwegen. Ja, das da unten sieht ja alles auch sehr interessant aus, aber ich denke mal, dass wir da noch hinkommen. Unterkünfte, eieiei. Ja, aber leider, will ich fast sagen, finden wir hier nur so Dwemer-Zeug. Was natürlich historisch äußerst interessant ist und archäologisch interessant, aber es bringt uns leider in unserer Situation überhaupt nicht weiter. Was? Na, komm ums Eck. Sehr schön. Ah, so gefällt mir das. Dwemer Hebel schon wieder. Nehmen wir mal mit. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir die noch brauchen. Ja, so einen haben wir eigentlich schon. Nehmen wir den jetzt noch zum Verkaufen mit? Oh ne, wir sind schon fast überlastet. Ah, das könnte echt ein Problem werden.
wenn wir hier noch dick Schätze rausschleppen wollen. Aber ich glaube, die Dwemer-Sachen könnte ich teilweise auch einfach wieder ablegen. Naja, mal gucken. Noch sind wir ja nicht überlastet. Aber man hört schon wieder die Maschinen. Das erinnert mich so an Morrowind. Ein Schleicher. Oh, der kann zaubern. Konnte zaubern. Hier kommen wir nicht durch. Nein, kommen wir nicht. Boah, diese Dwemer Architektur, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Mist. So. Was haben wir jetzt hier? Metall. Balken. Ah, hier gibt's mal was. Ein Trankmischerbeutel. Das ist aber alles nichts wert und für uns auch eher uninteressant. Kreisel. Ah, nehmen wir mal mit. Oh, eine Truhe. Und Wundertrunk des Heilers. Wundertrunk des Heilers klingt sehr gut. Centurio Dynamo Kern. Leute. Ich glaube, das führt noch zu Großem hier. Hammer. So, wir müssen aber Zeug abwerfen. Bei Waffen war eigentlich gar nicht so viel, ne, was wir abwerfen könnten. Ja, die Spitzhacke könnte man, muss man aber nicht. Wie sieht das hier aus? Dwemer-Helme. Zwei Stück. Aber die wiegen auch nichts eigentlich. Was haben wir denn jetzt? Für welche gar keine? Achso, wir haben die Schuppenarmschienen. Die haben 11. Die haben 10. Ja, ist schlechter. Eindeutig. Das wiegt alles überhaupt nichts. Selbst die wiegt nicht viel. Ah, wir haben das ganze Drachenzeug noch dabei. Das wiegt wahrscheinlich viel. Ja, das Metall kann weg. Ja, hier, oh, die wiegen 15 und 10. Ah, das macht natürlich viel aus. Okay, naja, egal. Egal, egal. Geht's weiter. Vorne ging es aber ja jetzt auch noch irgendwie weiter, ne? Oder? Ah, nee, 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 genau, da kann man ja nicht durch. Ach du mein Schreck. Ach du mein Schreck. Was ist denn das für eine Falmer-Versammlung? Wieso treffe ich die nicht? Wieso treffe ich die nicht? Unerbittliche Macht können wir mal machen. Und ich würde jetzt vielleicht mal wieder die Chance nutzen und wechseln.
Heilung oder irgendwas? Oder Wirbelwindsprint? Ah, oder nichts. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war ganz, ganz böse jetzt. Aber war auch bescheuert, meinerseits. Hätten uns niemals auf diesen Kampf einlassen dürfen. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, der andere ist schon hinüber. Ja, ich glaube, ich tendiere aber fast dazu, die Folge an dieser Stelle dann erstmal zu beenden. Denn wir haben zwei Quests jetzt schon erfüllt. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir dran sind. Und wir haben bei einer Quest übelst gefailt. Kann man nicht anders sagen. Ich bin gerade irritiert. Okay. Hä, sind wir jetzt vielleicht doch nicht ganz am Anfang? Doch, sind wir, oder? Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Hier geht's doch zurück, ne? Ja. Ah, nee, 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 nee. Hahaha. Oder doch? Vielleicht sind wir jetzt, hier geht's noch runter. Wir sind jetzt in den Unterkünften, ne? Da hat er nochmal zwischengespeichert. Oder täusche ich mich? Totaler Orientierungsverlust. Ja, aber wir kamen ja... Ja, ja, wir sind... Ja. Oh, 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 der Feuerschleicher. Ja, okay. Also wir sind in den Unterkünften. Dann ist alles nicht so schlimm, wie ich dachte. Ah, gut. Dann ist alles nicht so schlimm, wie ich dachte. Wir dürfen uns jetzt nur nicht da in den fetten Kampf verwickeln lassen. Und ich muss mir jetzt merken, dass es da noch doch noch runter geht. Das hatte ich dann, habe ich dann doch schon wieder verpeilt. Okay. Ich würde dann vielleicht mal so abspeichern, dass ich mir beim nächsten Mal merken kann, dass es noch runter geht und wir geradeaus gehen müssen. Mal schauen, ob das klappt. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in den Dwemer-Ruinen. Ich bin sehr gespannt, was hier noch passiert. Macht's gut. Ciao.